Ich habe jetzt gar keine Schaufel mitgenommen, ne? Gut, es gibt jetzt auch Schlimmeres. Jetzt müssen wir erstmal hier auf dieser Ebene zu. Das passt eher als Schließebene ganz gut. Dann kann man sich hier immer noch langsam ein bisschen an die Bergformen anpassen, sage ich jetzt mal. Das ist, denke ich, sinnvoll und sieht dann auch einigermaßen gut aus. Wenn man sich da etwas gemäßigt an diese doch relativ schroffen Hangformeln, dass jetzt hier eher schon alpinem Hochgebirge nahe kommt, man sich da doch etwas gemächlich annähert, dann nicht die zu krassen Sprünge reinmacht, also nicht so eine Platte auf der Höhe hier unten und dann Ratsch! Jetzt sind wir da auf Normalniveau, sondern hier wirklich so eine gemäßigte Steigen und dann hier halt die natürliche Bruchkante, sag ich mal. Gibt es bei vielen Bergen, die auf der einen Seite so aussehen wie ein harmloser Grashügel, dann auf der anderen eine senkrechte Wand haben, wo es dann runter geht. Zum Beispiel beim Plateau vom Gepard-Schwerner, im Kaunertal. Ich glaube, es ist die Weiße Spitze. Die soll auf der einen Seite, also wirklich eine richtig schöne Wand. Und auf der Rückseite ist das einfach ein einzigartiger, super flacher Gletscher mit kaum Gefälle. Und das einfach nur eine riesige weiße Fläche da oben. Das sieht echt beeindruckend aus. Ich war zwar noch nie persönlich da, sage ich jetzt mal. Aber man muss jetzt nur mal den Gepard-Schwerner in Google Earth oder halt generell auf Satellitenbildern sehen. Am besten noch mit 3D-Modell hinterlegt, damit man halt wirklich auch sieht, wie das umliegende Gelände da ist. Das ist echt beeindruckend. Dieses weiße Plateau da, das sieht echt toll aus. Dann gibt es natürlich auch noch so Berge, die einfach nur eine senkrechte Felswand sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite genauso senkrecht wieder runtergehen. Es gibt sehr viele verschiedene. Was heißt, es gibt sehr viele verschiedene Berge. Es gibt unendliche verschiedene Berge, weil erstens, es entstehen die ganze Zeit irgendwo welche neue, weil die Erde ja in Bewegung ist. Damit auch ihre Gebirge und alles. Und zweitens, jeder Berg ist einzigartig. Es gibt keinen Berg genau zweimal. Außer vielleicht von der Namensbezeichnung her, aber das liegt dann eher so an den unkreativen Benennungen. Also es gibt bestimmt ganz viele Waldkopf. Das ist ein Allerweltsbergname. Den gibt es wahrscheinlich im gesamten deutschsprachigen Alpenraum. In jeder Region. Das ist genau das gleiche wie mit Ortsnamen. Es gibt in Österreich so extrem viele St. Johanns. In Tirol, St. Johann im Pongau. Ich glaube, in Rosenthal haben wir auch noch eins. Also wirklich sehr kreativ da, die Österreicher, was Ortsnamen angeht. Wir sind zwar auch nicht wirklich besser. Es gibt dann in Bayern, kenne ich zwei Dorfens. Ich kenne auch zwei Mühldorf.
Das sind einfach so Bezeichnungen gewesen. Das ist halt, ja, das ist das Dorf, wo eine Mühle steht. Das ist das Mühldorf. Das wurde halt dann immer so regional. Gab es dann immer so das eine Mühldorf und da war es natürlich klar, weil früher ist man nicht rumgekommen, ja. Da kann man. Da wurden auch die Lebensgefährten noch in einem Radius besucht, den man in einem Tag mit dem Fußmarsch erreichen konnte. Und da ist natürlich klar, im Umkreis von. Das kann man in einem Tag zu Fuß hin und zurück noch gut schaffen, sagen wir 20 Kilometer. Im Umkreis von 20 Kilometer gibt es keine zwei Mühldorf. Also. Das ist natürlich logisch, weil. Das führte dann auch da dann schon zu Verwirrungen, aber. Das von dem, was man heute in einem Tag schafft. Heute ist man in einem Tag durch ganz Deutschland. Da gibt's, da kann man, wenn man die Route gut plant, kommt man da sicherlich an 10-mal Mühldorf vorbei. Also. Das ist ganz faszinierend, so Namen. Und zeigt eigentlich dann die. Erstaunlich unkreative sind. Ich habe da ja zum Beispiel Glück. Es gibt natürlich Ortsnamen, die sehr, sehr individuell sind. Wie zum Beispiel der von mir. Wo es dann aber tatsächlich sehr viele gibt. Denn besonders in Bayern weiß man das zum Beispiel. Wenn ihr ein Dorf mit Ing am Ende ist, in Bayern. Dann kann man das aus einer bestimmten Epoche der Besiedlung ableiten, von wann das Dorf stammt. Und da setzt sich das immer so zusammen. Da ist nämlich der. Alles vom Ing leitet sich vom Vornamen des Sippenführers. Sippen. Ja, Sippenanführers. Führer klingt immer so doof in Deutschland. Des Sippen, Leiters. Des Sippen-Urvaters, keine Ahnung. Auf jeden Fall von diesem Vornamen leitet sich dann die Ortsbenennung ab. Und nachdem die ja dann doch nicht alle gleich genannt wurden, gibt es dann natürlich Unterschiede. Und deswegen gibt es halt dann auch die Orte tatsächlich, sind die dann von den Namen her doch sehr eindeutig zuordnenbar. Das ist dann schon relativ praktisch. Ich habe dann das Glück in einem Ort mit ihm am Ende zu leben tatsächlich und kennen dementsprechend die Namensgeschichte und die ganzen Namensumwandlungen. Warum auch immer ich noch kenne, das haben wir damals in der Grundschule in der 3. Klasse gelernt und die hat mir immer noch im Kopf geblieben, über welche verschiedenen Stufen unser Dorfname so ging. Ja, wieder faszinierend. Ich werde es aber die Stufen nicht vorsagen, weil sonst weiß jeder, wo ich wohne und das ist jetzt irgendwie etwas uncool. Das will ich dann doch, ehrlich gesagt, vermeiden. Denn ich wohne halt in einem kleinen Dorf. Da ist es dann relativ leicht, jemanden ausfindig zu machen. Unter der Woche ist es was anderes. Da kann ich ruhig sagen, dass ich in München studiere und da auch wohne. Bei München so groß, da eine bestimmte Person zu finden, ja, viel Spaß mal. Ist ja sehr lange beschäftigt. Mich da im Telefonbuch zu suchen oder sowas. Das wird nichts. So schnell. Also, naja, egal. So viel mal dazu. Deswegen kann man natürlich. Ist es eigentlich ziemlich praktisch, wenn man sich für irgendwelche Fantasieorte eigentlich sehr unkreativ ist. Weil da weiß man sicher, irgendwo gibt es dieses Dorf bestimmt schon. Nein, jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Mühldorf macht. Wenn man einfach eine Mühle hat und da ein Dorf drumherum baut, kann man das gerne Mühldorf nennen. Und dann gibt es halt noch die Leute, die es geschafft haben, in solchen Facebook-Spielen, wie zum Beispiel Cityville. Vielleicht kennen sie noch der eine oder andere Facebook-Spiele. Kann ich eigentlich auch mal was dazu machen? Aber nicht mit meinem Facebook-Profil, sondern stelle ich mir ein neues. Es gab nämlich sogar mal einen Facebook-Gili, aber den habe ich gelöscht. Naja, das ist somit der Namensgeber für diesen Kanal hier. Dieser Account auf Facebook.
wo wir auf Facebook spielen, also wo ich auf Facebook spielen mein Unwesen getrieben habe. Unter anderem Resident Evil eben auch. Und da gab es zig Leute, die haben einfach, weil sie so kreativ waren, ihren Ortsnamen, wo sie gewohnt haben, auch da als Stadtnamen angegeben. Wo ich mir denke, wieso macht man das? Das ist doch total bescheuert. Andersrum gesagt, ist es eigentlich auch völlig rain, weil es ist Facebook, die wissen eh, wo du wohnst. Die haben ja deine IP-Adresse, wenn du dich einloggst, und die kann man sehr, sehr, sehr eindeutig zuordnen. So habe ich zu uns haben wir zum Beispiel auf dem Was of Day sehr, sehr, sehr schnell rausfinden können, wo Lemon gewohnt hat. Einfach IP-Adresse abgefragt. Und ja, das geht. Ist auch sehr, sehr wichtig, dass das geht auf Servern. Denn da kann man dann doch sehr, sehr, sehr gut abschätzen, ob sich da jemand, der da gerade gegrieft hat und deswegen gebannt wird, ob sich der mal schnell mit einem zweiten Account einloggt. Es gibt ja viele Leute, die zwei Minecraft-Accounts zur Verfügung haben. Dazu zähle ich auch tatsächlich. Was immer ein recht gutes Gefühl ist, weil man dann theoretisch einen immer als Backup nutzen kann. Andererseits habe ich meinen Mojang-Account, wo ich sehr froh bin, dass Mojang mich nicht mit irgendwelchen Werbungen oder sonstigen Blödsinn zuspammt. Habe ich das ja auf meine Haupt-E-Mail-Adresse gelegt. Eben, damit man halt sofort sieht, wegen seltsamen Aktivitäten auf deinem Mojang-Account. Deswegen ist es ja auch eigentlich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Schritt mit den Sicherheitsfragen. Ich meine, ich reg mich da jedes Mal drüber auf, weil ich jedes Mal auf Anhieb, also jedes Mal meine Sicherheitsfragen neu machen darf und damit dann zig Bestätigungs-E-Mails kriege und dann halt währenddessen, wenn das halt jemand anderes von extern macht, kriege ich das halt quasi sofort mit, weil ich die E-Mail-Adresse. Weil ich ja die E-Mails zugeschickt bekomme. Der hat die Sicherheitsfragen geändert. War das ihre Aktion? Bla bla bla. Wenn es deine Aktion ist, kannst du die einfach gleich groß ignorieren und ansonsten kannst du sagen, nö, war nicht meine. Sofort Passwort wieder ändern. Andererseits muss man da halt ja eher auf einen Bestätigungscode in der E-Mail klicken und wenn jemand mein E-Mail-Konto knackt, wo Minecraft drauf liegt, dann habe ich ein ganz anderes Problem. Weil das ist die Microsoft-E-Mail, die mit meinem Microsoft-Konto verknüpft ist. Und wenn die geknackt wird, dann habe ich ein ganz anderes Problem. Das ist halt irgendwie auch so ein ziemliches Problem in heutigen Zeit. Weil es wird immer gesagt, ja, nie alles auf ein Konto machen. Nur das Problem ist, zwangsläufig. Nachdem es jetzt da sogar schon so weit ist, dass dein Login und der Zugriff auf deine PC-Dateien an einer einzigen E-Mail-Adresse liegen, die zwar mit meinem Handy verknüpft ist, das heißt, der kriege ich schon auch mit, wenn da jemand sich rumspielt. Der kriegt sogar sehr schnell mit, weil die sich dann via SMS melden und die kommen todsicher binnen Minuten an. Da kann ich noch am besten eingreifen. Was im Falle der Adresse, mit der du dich in deinen Computer einloggst, auch immer das Windows mittlerweile so macht, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Aber das ist sehr wichtig, weil in der heutigen Zeit ist ja, wenn du sowas nicht mehr hast, du kannst hier nichts mehr machen. Also wirklich gar nichts mehr. Prinzipiell kann man natürlich sagen, man nutzt jetzt für jedes einzelne Konto und eine eigene E-Mail-Adresse. Ist im Falle von solchen Spam-Sachen, die zu spammen wie Online-Versandhäuser. In Klammern Pearl, danke dafür, dass ihr mich regelmäßig zuspammt. Das ist das Versandhaus, bei dem ich mir übrigens den Greenscreen bestellt habe. Damals. Vor